Weiter geht's mit Let's Play World of Warcraft. Ich bin mit dem letzten Puma sogar noch ein Level aufgestiegen, aber wie schon gesagt, ihr habt dabei noch nichts verpasst, denn die wichtigen Sachen kommen erst später. So, dann mache ich dich doch auch mal fertig. Die letzten Pumas hier. 7 Pelze brauchen wir noch, das geht ja ganz schnell. Denn unser Turm regelt das. Ich könnte ja jetzt auch mal... Yeah, eine neue Tasche. Jetzt habe ich mehr Platz. Jetzt habe ich hier noch diese 6 Inventarplätze mehr. Den kann ich mal wieder stunnen. Macht er mir nicht so viel Schaden. Obwohl, ist eh erstmal egal. Denn die machen hier eh nicht Schaden. Und ich regeneriere sehr schnell Leben. Ah, der Puma, der sieht auch noch ganz okay aus, als hätte der einen dabei. Die warten hier alle nur darauf, gehäutet zu werden. Da haben wir unsere ersten Kirschner-Erfahrungen dann auch schon abgeschlossen. Das können wir dann in unsere Bewerbungsschreiben legen, wenn wir die ersten Berufe dann lernen. Man kann ja 2 primäre Berufe haben und sekundäre Berufe. Von den sekundären Berufen kann man alle lernen. Das kann ich hier mal kurz zeigen. Das ist dann in den Fertigkeiten. Also wir können derzeit halt 2 Sprachen sprechen, Orkisch und Daurisch. Orkisch ist dabei die Gemeinsprache der Horde und wir können uns mit allen verständigen, die unserer Fraktion angehören. Und Taurisch ist die Sprache unseres Volkes, das heißt, wenn wir jetzt nur mit denen reden wollen, dann wird bei den anderen irgendwelcher Quark angezeigt, weil die es nicht verstehen. Hier sind noch die Waffenfertigkeiten. Ich habe ja jetzt noch überhaupt nicht mit im Nahkampf irgendwelche Erfahrungen gesammelt. Deswegen ist das hier alles noch auf 1. Und ich muss die Pelze natürlich auch zurück ins Lager schaffen. Die Verteidigung ist allerdings schon höher. Sie ist schon auf 14 von 15. Weil wir ja immer angegriffen werden. Und 15 ist derzeit die Maximalstufe, weil wir Level 3 sind. Es erhöht sich mit jedem Level um 5. Ja, dann haben wir hier noch die Klassenfertigkeiten, die kann man aber nicht skillen, sondern die sind einfach nur da. Hier ist das Zauberbuch. Da sehen wir jetzt auch nochmal unsere Fertigkeiten aufgelistet. Also wir können ausweichen mit einer Chance von 9% derzeit. Wir haben eine erhöhte Basisgesundheit, das ist auch Fähigkeit der Taucher. Also wir haben mehr Leben. Unsere Kräuterkunde-Fertigkeit, wenn wir es denn wollen als primären Beruf, ist um 15 erhöht. Und der Kriegsdonner, den ich schon mehrmals angewendet habe. Und die Chance ist verringert, dass wir von Naturzaubern um 2% getroffen werden. Die verfehlen uns dann einfach. Jetzt habe ich die Quest abgegeben, habe neue Armschienen bekommen und ich darf Kampfeberflanken holen. Hier gibt es dann noch die andere Quest, die war vorhin silbern. Das bedeutet, man hat ein zu niedriges Level, aber ist schon sehr nah dran. Auf der Karte sieht man, das liegt jetzt hier alles im Osten, deswegen gehe ich dort doch mal direkt hin. Schaue ich mal weiter im Zauberbuch in der Zeit. Wir haben hier also noch die Gleichgewichtszauber, das ist Zorn der Zeit, der macht Naturschaden. Hier steht auch alles Nützliche, also wie viel Mana das kostet, welche Reichweite und wie schnell ich das wirke. Wiederherstellungszauber. Und dazu gehören bisher Mal der Wildnis und heilende Berührung. Gut. Das war es erstmal dazu. Dann gibt es natürlich noch das Questlog.
Hier sind alle Quests aufgelistet, die ich derzeit angenommen habe. Ich kann sie mir rechts in der Liste hier anzeigen lassen, um eine bessere Übersicht zu bekommen. Und man kann natürlich auch noch den kompletten Questtext nachlesen, was für Belohnungen man bekommt, wenn man sie abschließt und wie viel Erfahrung. Oder natürlich auch die ganze Sache auf der Karte nachschauen. Hier ist auch schon der erste Kampfeber. Der wird bestimmt schon mehr Schaden machen. Gut, 3 ist jetzt nicht die Welt. Aber wir werden schon noch auf wahre Gegner treffen. Ich kann ja mal schauen, was ich für Equip gefunden habe. Also was für Ausrüstung, welche ich noch anlegen kann. Da kann ich einfach vergleichen. Also die Handschuhe, die ich bekommen habe, sind viel besser. Armschienen hatte ich noch nicht mal. Den Gürtel habe ich auch noch nicht angelegt. Und einen Umhang habe ich ja auch schon. Ja, habe ich jetzt die ganze neue Ausrüstung angelegt. Das war jetzt alles nur eine Verbesserung in Rüstung. Das heißt, ich bekomme weniger physischen Schaden von den Gegnern. Was nicht verkehrt ist. Denn so brauche ich mich weniger ausruhen zwischen den Kämpfen. Die Kampfeber sind ja auch sehr zuverlässig. Da hat jeder seine Schnauze und eine Flanke dabei. Das muss nicht so sein. Es gibt da auch echt Quests, wo man hunderte von Gegnern töten muss, um dann endlich mal seinen Gegenstand zu bekommen. Aber am Anfang ist das noch sehr freundlich gestaltet. Und das ist natürlich gut. Die Eber, die warten hier auf mich anscheinend. Es ist auch ein gutes Training, denn ich habe natürlich auch noch zwei weitere Quests. Zum einen Ritus der Kraft. Das ist das, was wir von dem Schaman angenommen hatten, der als Einsiedler dort gelebt hat oder so. Dazu müssen wir halt die 8 Gürtel der Borstennacken besorgen. Und wir haben noch die weitere Quest erhalten, welche wir jetzt erst mit Level 3 annehmen konnten. Das war Tötet Spitzhauer und das ist der Häuptling, also das ist hier der Anführer von dem Lager. Was die Borstennacken sind, das werden wir schon noch sehen, denn ich bin gleich fertig mit der Quest und ich kann mich hier schon mal den Ranken nähern, da geht's denke ich dann auch mal in das Lager rein. Und der letzte Kampf Eber wird jetzt auch gleich das Zeitliche segnen. So, da ist er weg. Man kann jeden Gegner plündern natürlich, den man gelegt hat. Und hier ist der Tunneleingang zum Lager. Dornrankenklamm. Alles klar. Hier sind sie. Ja, das sind intelligente Schweine, möchte ich mal sagen. Ein bisschen kleiner als Tauren, also ich bin fast doppelt so groß. Da brauche ich keine Angst vor denen haben. Da ist auch schon der erste Gürtel. Und die haben hier nicht die beste Infrastruktur. Sie leben hier in der freien Wildbahn, aber immerhin können sie Fackeln anzünden. Und dass man hier auch sterben kann, sieht man an den Skeletten. Aber für uns stellt das hier noch nicht die größte Herausforderung dar. Oh, jetzt habe ich verfehlt. Der ist voll daneben gegangen. Das kann ich nicht beeinflussen, sondern das ist einfach eine Chance. Level up! Jetzt bin ich schon Level 4. Wir nähern uns immer mehr der Grenze, um Talentpunkte zu verteilen. Das geht hier echt schnell. Natürlich habe ich auch wieder mehr Trefferpunkte, mehr Mana. Also ich kann mehr Zauber casten, bevor ich out of Mana bin, also bevor ich kein Mana mehr habe. Und das ist natürlich vorteilhaft. So, da ist schon der 5. Gürtel. Ich sollte mal schauen, wo der Anführer ist. Der ist etwas weiter hinten. Also mehr im Osten. Der hat sich dort eingegraben. Im Hauptquartier.
Dort ist die Kommandozentrale der Borstennacken. Ja, das sind die neuen Terroristen hier von Mulgore. Die müssen natürlich erledigt werden. Das akzeptiert niemand, dass hier irgendwelche Terroristen hier unbedingt treiben. Da ist schon der 7. Gürtel, also die Quest habe ich fast fertig. Hier ist sogar mal eine Hütte. Und da steht ein Schamane drin. Den kann ich auch direkt mal noch fertig machen. Er kann Blitzschlag, das ist auch eine Fähigkeit, die normalerweise Schamanen können. Er ist ja auch ein Schamane. Aber er ist längst nicht so mächtig wie ich. So, mit dem toten Schamanen ist ja auch wieder Schluss. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play World of Warcraft. Bis dahin, ciao.